Dann sprechen wir über Geld. Was für Geld? Sie haben 1978 zwei Teppichmaschinen im damaligen Wert von 200.000 D-Mark von Achim Leitner, meinem Vater, erhalten. Hier, das sind die Lieferpapiere. Ich würde mal mit schon mit zusammen. Sie meint, das Ganze sei längst verjährt. Zahlung von. Tun Sie immer so Ihre Geschäfte? Sie bestellen etwas und warten, bis das Ganze verjährt ist? Du sagst, dass er mich schon mal vorgeht. Was? Es war eine andere Zeit damals. Ich will das gar nicht wissen. Du kannst die Maschine sehen, wenn du möchtest. Ach, die gibt es noch. Ja, wunderbar. Dann gilt der Eigentumsvorbehalt. Ja, was? Der Eigentumsvorbehalt? Solange die Maschinen nicht bezahlt sind, gehören sie uns. Wir können sie auf Ihre Kosten zurücktransportieren lassen. Sie gehört innen. Komm mal runter. Die C38. Ich war dabei, als er sie gebaut hat. Ja. Sehr gute Maschine. Die muss das dir fallen. Wie sagt man? Zart. Zart? Die Maschine? Ja, obwohl Deutsch. Mernas? Frau Chef, würde ich mal schaffen. Er sieht Sie an, oder? Ja. Hat er nie von uns erzählt? Achim hat immer gewusst, dass Roshan sein Sohn ist. Nevli, Nevli. Was auch? Ich auch nicht, ich eigentlich, warum ich hierher gefahren bin? Ich bin hierher gefahren, weil wir uns Sorgen um dich gemacht haben. Ich wollte dich finden, dir helfen. Mit dem Geld. Tja. Du warst nicht hier. Gefunden habe ich dich trotzdem. Oh Gott. Warum bist du nur so, wie du bist, ne? Du hast mir so vieles, hast du mir nicht gesagt. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Bruder kennengelernt.
Hast du das Geld? Ich habe die Wahrheit. Menas hat darauf bestanden, dass du es von ihr erfährst. Ich hoffe, du bist nicht grimmig auf mich. Grimmig? Nein. Ich bin nicht grimmig auf dich, Sherin. Im Gegenteil, ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob wir einen drauf machen. Mein Flug geht erst morgen. Es geht nicht. Ach, aber niemals sagen, ich habe mich verklemmt, ja? Ich kann nicht, Robert. Warum denn nicht? Ich habe wirklich nur noch ein paar Wochen. Ein paar Tage, um genau zu sein. Dann heirate ich. Dann heiratest du? Wie? So. So richtig glücklich siehst du ja nicht damit aus. Es ist das Richtige. Werners hat recht. Was, was? Du kannst bei uns mit Mitte 30 nicht allein sein. Du musst versorgt sein als Frau. So läuft das hier nun mal. Glaubst du nicht immer besser? Sherin. Weißt du, in Familien läuft so vieles falsch. Ich weiß, für euch ist Familie sehr wichtig. Und das hat auch viel Schönes, wirklich. Aber weißt du, wieso kann Mernas denn sagen, wen du heiraten sollst? Mach doch dein eigenes Ding. Das geht bei uns nicht so einfach. Okay. Aber noch bin ich dein Ehemann, oder? Ja. Gut. Dann befehle ich dir jetzt, als dein Ehemann, dass wir jetzt einen drauf machen. Schiri! Schiri Hanno! Schiri Hanno! Ist das? Dieser Brennträger. Den liebst du? Schwester, er ist da los. Ich lass uns einen drauf machen. Kann er denn durchgehen? Wir haben Glück, Freunde von mir feiern eine Party im nächsten Tag. Cool. Also dann hat Mernas bestimmt, wen du heiraten sollst. Und was mit dir oder deinen Eltern? Die leben nicht mehr. Was passiert? Was Politisches? Und du in Deutschland, wie kam das? Tolle Sprache, tolle Leute und... Ihr habt einfach die längsten. Die längsten? Was? Warte, Kompostita. Kompostita? Du weißt nicht, was Kompostita sind? Nee, also ich weiß, was Komposita sind. Das sind zusammengesetzte Wörter. Ja, genau. Sowas wie Briefträger. Ich stehe auf die längeren. Okay, Kreiswehrersatzamt, Lohnsteuer, Jahresausgleich. Warte, Wiederaufarbeitungsanlagen, Kontrollstützpunkt, Wächterhäuschen. Mein Gott, bitte lass das! Echt? Ist ja irre. Straßenbahnschienen, Ritzenkratzer. Na komm! Sherin! Salon. Ja. Salon. Und wo ist die Party? Na, wart mal ab. Salam. Thank you.
Alemanni! Alemanni! تعطیلات آخر هفته رو کجا بودی؟ پیکنیک. I'm so sorry. Tut mir leid. Ich kann ich vielleicht meinen Botschafter sprechen? Geht das? Genau, Botschafter? Embassy? دوستان بفرمایید بشین. بفرمایید. گفتی کجا رفتی؟ دریاچه اسپای. اسپای کجا هست؟ مگه دریچه اسپای نرفتی؟ یادم بنداز خودم ببرم. مومنت من اسپای؟ I'm a German guy, you know? I'm not a spy. Germany, da gibt's gar keine Spione. I'm a recycling manager. بفرمایید بشینید شما. سلام، بفرمایید خانم. مامانس. Danke fürs kommen. Dank nicht mir. Was willst du hier? Mein Sohn wird 20 Jahre im Kerker retten. Ich habe mir Sorgen gemacht wegen dir. Nicht ganz umsonst. Ich brauche deine Hilfe nicht. Robert, so benimmt man sich nicht in diesem Land. Für gutes Benehmen in diesem Land bist du ja das beste Beispiel, ne? Sirian. میفهمی اینو تو تمام این سالا حتی یه تلفن یه خبر از ما نگرفتی میتونی یه دل خودت تو جای من بذاری؟ باش لطفا تو کنس فرازی شپریش؟ این بیشیم است توت میر زیر زیر ایش ولده دی نیت ویتون اما من کن نیت زوی لیبن اف ایمال لیبن Ich will nur, dass er Roshan kennenlernt. Es reißt nur Wunden auf und hilft weder dir, noch mir, noch dem Jungen. Roshan. Es ist Roshan. Ja, Roshan. Okay, dann muss Robert bezahlen. Was? Was meinst du denn damit? Minas! Was soll das bedeuten? Was war jetzt? Hast du was unterschrieben? Ein Ehevertrag? Ja, aber der ist jetzt dann abgelaufen. Du hast dich verpflichtet, 100.000 Euro als Brautgeld zu zahlen.
Nee, habe ich nicht. Doch. Nein. Mernhardt hat sich abgesichert. Sie denkt, du willst über den Tisch ziehen wegen der Maschinen. Und jetzt fordert sie ihr Geld ein. Aber das waren ja deine Maschinen. Du hast doch diese Scheiße damals gebaut. Jetzt soll ich dafür gerade stehen, oder wie? Habe ich den Vertrag unterzeichnet oder du? Spinnst du? Du tust die ganze Zeit so, als würdest du mit dem allen hier nichts zu tun haben. Ich habe das wegen dir gemacht. Wegen dir bin ich hierher gekommen. Wen hast du eigentlich geheiratet, ist sie hübsch? Warum willst du denn wissen, wen ich geheiratet habe? Dich hat doch das noch nie interessiert, was ich für eine Beziehung geführt habe, oder? Jetzt komm mal wieder runter. Fällt schon was ein. Schirin kann das nicht gewusst haben, das glaube ich einfach nicht. Schirin, wer ist Schirin? Schirin ist meine Frau. Das ist die Frau, die ich geheiratet habe. Sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Natürlich weißt du das. Dich ist doch ein Clan, die gehören überhaupt zusammen. Wir stecken unter einer Decke. Du bleibst jetzt hier. Genau hier. Wie kannst du mich mal so hintergehen? Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid, Robert. Du wusstest, was ich da unterschreibe. 100.000 Euro Brautgeld. Schirin, du sprichst immer davon, was du hier alles pervers findest in diesem Land. Aber wenn du bei solchen krummen Sachen mitmachst, dann bist du doch genauso so ein perverser Perser, oder wie du das nennst. Perverser Perser? Du weißt doch, was ich meine. Es tut mir leid, Robert. Ich wollte das alles nicht, aber ich musste. Ich hatte mit Mernhardt einen Handel. Was denn für ein Handel? Wenn ich ihr helfe, wird sie dafür sorgen, dass ich nach der Hochzeit weiter in den Teheran als Lehrerin arbeiten kann. Und dass sie dich mit irgendeinem Typen verheiratet, das findest du gut? Massoud ist nicht irgendein Typ. Massoud ist eine vernünftige Entscheidung. Du glaubst bloß, weil du aus Deutschland kommst, weißt du, wie die Dinge laufen. Wir sind eine Familie, Robert. Wir stehen füreinander ein. Ja, das gefällt mir auch. Aber jetzt muss ich für eure vernünftige Entscheidung bezahlen. Mernhardt wollte sich doch nur absichern. Sie fordert dieses Geld doch überhaupt nicht ein. Doch, genau das tut sie. Um meinen Vater zu bestrafen. Ich hab dir vertraut, Schirin. Robert! 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 Hol deine Sachen. Wir fragen. Ich habe alles geklärt. Und was ist mit dem Ehevertrag? Alles geklärt. Robert, bitte. Oh. Du bist Schirin. Jetzt verstehe ich, warum du blindlings alles unterschrieben hast. Wie sagt ihr so schön? Die Heirat ist eine Wassermelone. Und du weißt nie, was du kriegst, bevor du sie aufmachst. Wir sagen auch, nur der Dumme spricht, wenn er schweigen sollte. So, wir müssen, ja? Ich komm jetzt! Ich habe übrigens Roshan getroffen, ganz kurz. Wir haben uns die Hand gegeben. Alles okay. Echt? Er war nicht sehr interessiert an mir, aber kann verstehen.
Verrückt, oder, dass er auch so ein dünner Spargel ist wie ich? Ja. Ja, das ist dünner Spargel. Aber ein bisschen wenig Haare. Das ist von mir. Hör auf damit! Was ist los? Du kannst ihn gar nicht gesehen haben, das geht gar nicht. Robert, bitte, komm, wir müssen zum Flughafen. Jetzt. Wieso eigentlich? Hä? Was ist los? Ist irgendwas? Robert! Was ist denn das? Was ist das? Das ist unsere Absicherung. Die Teppiche sind 100.000 Euro wert. Du hast die geklaut? Naja, die hat uns zuerst über den Tisch gezogen. Du machst dir ein Kind? Du weißt es die ganze Zeit. Du belügst uns auch noch nach Strich und Faden. Da bist du zu feige, deinen Sohn kennenzulernen. Und jetzt beklaust du mir das auch noch? Was bist du denn für ein Mensch? Robert, das habe ich für dich gemacht. Wir haben uns in der Hand. Wegen deines Ehevertrages. Und die Teppiche? Salam. Ich hoffe, es ist nichts beschädigt. Ich bin noch nie besonders schlau aus meinem Vater geworden, aber dass er sich so benimmt, das hätte ich nicht gedacht. Aber in einer Familie muss man aufeinander einstehen. Und das habe ich hier gelernt. Bei euch. Vielen Dank dafür. Manus? Wegen dem Brautgeld. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen. Manus Lutfan. Und? Wirst du weiterhin unterrichten können? Mehr oder weniger. Und was ist, wenn du mehr willst? Oder willst du weniger? Mach damit, was du willst. Danke. Merci. Okay. Gut, dann. Viel Glück.
Ist er das? Das ist mein Bruder, ja. War das jetzt so schlimm? Magerer Mister. Weißt was? Es ist persisch und heißt entschuldige. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Ach, hättest mich da schon viel früher reinziehen sollen. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ohne dich wäre ich niemals hierher zurückgekommen. Aber die beiden Teppiche waren sehr schön. Reine Seite. Komm her, du Pflaume. Weißt du, Robert, irgendwann im Leben muss man sich entscheiden. Ich habe mich entschieden für dich und deine Mutter. Papa, du musst mir jetzt hier nichts mehr erklären. Nein, aber du bist doch frei. Du kannst doch dein Herz entscheiden lassen. Ja. Du magst doch Sirene. Aber sie hat sich anders entschieden. Aber wie blind bist du eigentlich? Dreh dich mal um. Sirene! Was ist denn mit deiner Hochzeit? Was ist passiert? Ich habe Nein gesagt. Ich möchte deine Leber essen. Was? Wie sagt man denn bei euch, dass man sich liebt? Ach so, keine Ahnung. Man kann sagen, dass man sich begehrt, dass man sich duftet findet. Ich weiß nicht, dass man aufeinander steht, dass man sich wirklich will. Robert, ich stehe auf dir.